Ja, kleiner Zwischenbericht. So, ich wollte ja eigentlich vorher noch mal mich noch mal melden, aber kurz hier mit Tapen habe ich das noch mal gemacht. Aber hier wäre einfach noch mal ein bisschen was zu tun. Ihr seht hier ja auch, ist eben halt fett was zu tun. Also ich sag mal, so eine kleine private Kernsanierung, da ist eben halt auch schon immer ein bisschen was los. Also hier seht ihr auch mal den ganzen Krempel da, den ich da gleich noch rauszuräumen habe, wo ich mich freue, morgen früh kann ich diese Wand hier weghauen. Morgen Silvester, da wird ja eh Krach gemacht, dann denke ich, dann kann ich das auch machen. Hi, Holger. Tja, Holger, wenn du jetzt noch eine Frage hast zu der 10.000 Sing Challenge, dann einfach mal raus damit. Sing Challenge, Goblet Squad. Eine gute Idee nochmal. Also, ich habe festgestellt mit dem Goblet Squad, dass ich da merkwürdigerweise eine Stelle gekriegt habe an der Hand, wo ich normalerweise dann nichts habe. Achtet mal beim Goblet Squatter drauf, wie ihr fängt. Also, auch wenn Dragon Doors eine sehr, sehr gute durchgängige Qualität haben, manche sind am Griff ein kleines bisschen rauer als andere. Und achtet einfach mal drauf, ne, wie ihr die fängt. Und eine Sache, die ich dann eben halt auch mache, wenn ich die wieder absetze, dann lasse ich die am Bauch hier runter, dass ich nicht so viel im Bizeps arbeiten muss. Ja, also denke mal, das ist legitim, sich das da ein bisschen einfacher zu machen. Es spricht auch noch von einem halbwegs gesunden Bewegungsmuster. Die ist eben super leicht. Alternative zu Dips. Brücke wäre eine schöne Alternative. Also gerade wohl Brücke mit den ganzen Swings ist, also A ist eine gute Übung, aber ich glaube zu den Swings lieber nicht. Theoretisch kannst du auch, oh, das habe ich auch mal gemacht, du machst die Anzahl mit Liegestütz. Und zwar die erste Stufe 3 Liegestütz, 5 Liegestütz und 7 Liegestütz. Funktioniert super. Wenn du gut Liegestütz kannst, mach Liegestütz. Aber wie gesagt, also wo du sonst eben halt einen Press machst, machst du 3 Liegestütz. Wo du 2 Press machst oder 2 Dips, machst du dann eben halt 5 Liegestütz. Und wo du 3 Press machst oder Dips, dann machst du 7 Liegestütz. Geht super. Ja. Werden nachher auch gut Liegestütz. Mega korrekt, ja, langsam, ne. Also, es ist full range of motion, ja, aber nicht langsam. Also, zack, 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 zack. Du musst ja auch irgendwie wieder zu Atem kommen. Also, nee, nee, mach die mal so schnell, das geht. Ja, das wird hier dann auch mal ein richtig großer Raum werden. Bin ich mal gespannt, was das so gibt. Also, letztes Mal. Ne, der letzte macht das Licht aus. So sehen wir. Klack, klack, klack. Ja, das war auch echt Hauptspaß. Hier war vorher eine Wand.
dank einem kleinen Gegenstand, den mein Vorschlaghammer nennt, ist da jetzt keine Wand mehr. Sehr lustig. So. Okay, das war's jetzt. Wenn ihr jetzt keine weiteren Fragen habt, dann verabschiede ich mich und widme mich der Nahrungsaufnahme. Okay.